Und The Last of Us geht weiter. Nach dem sehr, 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 sehr tragischen Ende des letzten Parts. Puh. Das sind so Stellen, die gehen mir immer wieder durch Mark und Bein. Ich weiß, dass sie kommen. Ich kenne sie in- und auswendig. Aber trotzdem. Jedes Mal Gänsehaut. Und das schaffen Spiele halt auch nicht immer. Einen emotional so sehr mitzunehmen, obwohl man die Szenen bereits kennt. Ja. Daran merkt man aber auch eben, wie unfassbar gut dieses Spiel gemacht wurde. So, ein paar Klingen. Oh, Aluhol. Aber da lässt sich nichts machen. Alles voll. Meine Gesundheit ist jetzt auch Vielen wieder Dank, Sir. aufgefüllt. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Na komm. Tja. Man kann nicht alles haben. Weiter runter. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss man nicht sagen. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, gut, ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren: Ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Puh. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Ach, ist ja. doch. Ja. Ob mit oder ohne ihn. Wir schaffen das. Gehen wir weiter. Das hört sich jetzt auch nur noch nach so einem klitzekleinen Bruderzwist an. Meine Güte. Passiert. So, hier oben finden wir den ersten Sammelgegenstand in diesem Kapitel. Einen weiteren Hier ist noch Comic. einer. Fremdelement. Buchnummer was? 5. Der Sieg der Reisenden war absolut und so waren auch die Bedingungen der Kapitulation der Menschheit. Das Fleisch jedes noch so lebenden Mannes, Kindes und jeder Frau wurde zur Kriegsbeute erklärt. Wie lange wird Daniela ihren schrecklichen Klauen entkommen können? Ist hier irgendwo der Notre Dame in der Nähe oder warum höre ich hier jetzt so ein krasses Glockenspiel? Ich meine, ich will mich nicht beschweren, mach weiter. Ich find's schön. Natürlich, in dem Moment, in dem ich was sage, ist die Musik beleidigt. Das ist ja mal wieder mein typisches Glück. Okay. Ah. Du siehst, es ist ein altes Wasserkraftwerk. Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? Sehen wir gleich. Aber hier am Ende der Treppe finden wir erst einmal eine Messertür. Hatten wir auch lange nicht mehr. Was haben wir denn hier? 10 Zusätze, 2 Pfeile, 50 Teile, 5 Schuss für unsere Millimeter und 2 Ressourcen, die wir leider nicht mitnehmen können. Mist. Ah, aber das Schwanken der Waffe kann ich jetzt endgültig ausschalten. Weg damit! Yes! Ich denke, als nächstes könnte ich auf Messermeister sparen, aber ich lasse die Klicker sowieso nie nah genug an mich ran, ne? Notfalls benutze ich ja eben irgendeine Schrotflinte. Von daher, da werde ich mich vielleicht eher doch auf andere Sachen konzentrieren. Mal schauen. Okay, dann. Dreh, dreh, drehen. Komm. Tja, das war die Hälfte. Wenn wir das andere hochkriegen, kommen wir rüber. Ja. Aber da müssen wir erst einmal etwas ganz Bestimmtes hier finden. Ihr ahnt es vielleicht schon. So.
ist es? Ach, da. Ah, fuck, fuck. Shit, 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 shit. Oh, oh. Okay. Nochmal. Joel hat sich ein bisschen quergestellt. Jetzt aber. Geht doch. Schön noch, dass er dann automatisch auftaucht. Für den Fall, dass man eben zu dem Zeitpunkt nichts an Luft übrig hat. Ach, jetzt reicht's aber langsam. Ich will hier unten eben gucken, ob es noch irgendetwas anderes gibt. Sammelbare Gegenstände gibt es hier unten nicht, aber vielleicht irgendwelche Ressourcen. Irgendwelche Teilchen vielleicht, die hier unten am Rumschwimmen sind. Wäre ja nicht das erste Mal, dass wir da unten sowas finden. Am Grunde des kalten Nasses. Jetzt höre ich aus irgendeinem Grund auf einmal das Wasser wieder fließen. Ganz klar. Als wäre ich nicht mehr unter Wasser. Das war jetzt auch komisch. Naja, ich glaube nicht, dass sich hier noch irgendetwas Großartiges befindet, oder? Ich kann ja noch einmal hier nach hinten schwimmen. Aber es sieht nicht so aus. Wenn hier etwas wäre, dann würde es mir schon längst entgegenblitzen. Nee, vergiss es. Okay, Ellie. Dann okay, Ellie, du musst mach jetzt mal. Ich weiß. Steig auf die Scheißpalette. So hätte ich es jetzt nicht gesagt, aber gut. Na dann. Oh. Da muss es sein. Gut. Und hepp. Okay. Wir steigen schon mal hier nach oben. Perfekt. Super, Ellie. Sei vorsichtig da drauf. Na klar. Oh yeah. 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 Ja. Da kann ich sie doch nicht hängen lassen, ey. Geil. Eine ganze Einheit Klebeband. So gefällt mir das. Und hier ist ein optionales Gespräch. Zu klein für einen Graben. Ich habe vergessen, den Roboter auf sein Grab zu stellen. Was mache ich jetzt damit? Ellie. Was? Ich will darüber reden. Nein. Warum nicht? Wie oft müssen wir das alles noch durchkauen? Dinge passieren. Das ist nun mal so. Aber... Es reicht jetzt. Schon gut. Tut mir leid. Gehen wir zu Tommy. Joel ist ganz eindeutig mit der Devise in dieser Welt weitergekommen, die da lautet, einfach weiter. Selbst wenn die schlimmsten Sachen vor deinen Augen passieren, mach einfach weiter. Schließlich hat er selbst dann weitergemacht, nachdem er seine Tochter verloren hat. Ja, er hat nicht den Verstand verloren, er ist zwar verbittert geworden, sein Charakter hat sich leicht geändert, aber... Dennoch... Ich weiß, hab ich auch. Er hat sich nicht aus purer Verzweiflung oder Trauer erschossen. Ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Ah, nee. Hier ist leider nix. Ah, ja. Da ist doch schon der Ort, zu dem wir wollen. Hier gucken wir uns auch noch mal ein bisschen um. Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. 10 Zusätze. Yam, yam, yam.
Was haben wir hier alles? Sind das Teile? Nee, das war Müll. Hat von weitem wie Teile ausgesehen. So, hier haben wir 5 davon. Ah. Oh ja, stimmt. Ich könnte ja ein weiteres Messer herstellen. Vollkommen vergessen, dass ich gerade eins aufgebraucht habe. Was haben wir da? Was ist das denn für ein schönes Ding? Och, guckt euch das mal an. El Diablo. Oh, ich glaube, das ist die letzte Waffe, die wir in dem Spiel bekommen können. Och, ist die knuffig mit so einem schönen Zielfernrohr oben dran. Ne? Oh, nett. Ist das nicht schön? Ah, wunderbar. Dann nehmen wir uns noch die Karte des Kraftwerks mit. Eine Karte des Kraftwerks in Jackson County. Drehen können wir sie leider nicht. Gut. Ist hier im Müll noch was? Natürlich nicht. Schade, schade. Aber gut. Dann. Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Das ist mein verdammter Bruder. Tommy. Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Ja. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Oh, Mann. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. Bei diesem Gespräch muss man übrigens sehr, sehr schnell reagieren, so. Denn sonst ist es weg. Hey, danke, Tommy. Sobald der Tommy nämlich okay, fertig ist, gehen die automatisch weiter und danach ist es verpasst. Geben wir ihm auch nochmal einen kurzen Klapser. Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. So. Ja, wir müssen warten, bis die Chefin aufmacht. Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das 6. Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon.
Ich gehe erstmal hier nach oben. Ich meine, hier oben könnte man auch noch ein paar Kleinigkeiten einsammeln. Jawohl, 10 Zusätze. Hat sich schon gelohnt. Alkohol, Sprengstoff, 10 Teile. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, was die Zukunft für uns bereithält. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Ach, ist das schön. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Ich bereite dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Ach so, wir hätten eh nach oben gemusst. Na super. Dann hätte ich es ja aufschieben können. Egal. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Das waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Ja, wir tun es. Du bist neu hier. Ja, Joel, ich bin Tommy's. Bruder. Hier spricht sich immer alles schnell rum. Anscheinend. Ihr seht euch schon etwas ähnlich. Verstehe. Das ist nett gemeint. Schön, dich kennenzulernen. Dich auch. Oi, oi, oi. Joel hat direkt mal im Vorbeigehen was klargemacht. Wäre geil, wenn sein Bruder noch drauf reagieren würde. Der guckt schon. Wir zu eurem Schutz. Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun. Das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, oder? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Und vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Hund! Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Hund! Oh. Ach, schön. Hier möchte ich bleiben. Oh, ey. Ich kleiner Hundefreund. Wir bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Naja. So, wir nehmen uns hier jetzt erst einmal das Trainingsbuch Rauchbomben verbessert. Der Rauch hält 10 Sekunden länger. Bei korrekter Konstruktion kann die Zeitdauer von Rauchwänden, die zur Deckung genutzt werden, erhöht werden. Ausweichen und Ablenken. Taktiken und Ausrüstung. Nice Sache. Okay. Dann schauen wir uns hier weiter um. Ah. Okay, dann an die Arbeit. 192 Teile haben wir wieder zusammengekriegt. Nice. So, was machen wir da am besten jetzt? Von der Schrotflinte könnten wir durchaus die Schussfolge verbessern. Das wäre nicht schlecht. Was ist mit El Diablo? Nur das Nachladetempo. Ja, okay, wenn da momentan nur ein Schuss reinpasst, dann wäre es durchaus sinnvoll, dass das Ding schnell nachgeladen werden kann. Der Rest... Hier mache ich auch Nachladetempo rein. Hier auch. Ich würde sagen, das reicht dann erstmal. So geht es doch.
Dann spare ich mal schön weiter, bis ich die nächste Werkzeugstufe habe. Mehr nach links. Vorsicht! Okay, das ist gut. Absenken. Langsam. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch einen Moment. Okay, und das war's. Fertig? Mach schon. Drück drauf. Was geht los? Oh. Sie haben es hingekriegt. Nice, ein Stein. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Nicht schlecht. Sie haben echt das Kraftwerk zum Laufen gebracht. Geile Sache. Zwei Schuss für El Diablo. 10 Teile. Eine Möglichkeit, sich in den Tod zu stürzen? Ah, und dort sind wir ja auch gewesen. Okay. Das heißt, theoretisch, wenn hier einer gestanden hätte, und vor allen Dingen da auf der Brücke, die hätten uns eigentlich bereits sehen müssen. Deswegen waren sie wahrscheinlich bereits alle am Tor versammelt. Die waren bereit, es zu verteidigen. 25 Teile und ein Firefly-Anhänger. War ja klar. Ryan Oliverio. In der Nähe eines ehemaligen Fireflies ist natürlich ein Firefly-Anhänger. Das war irgendwie zu erwarten. Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Meine Reden werden wir hier hinten, genau. So, nur noch diese Cutscene, die dann folgt, und danach ist dieser Part auch erstmal erledigt. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ja, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Die haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Wow, der Angriff kam jetzt aber aus dem Nix. Räuber! Haltet sie auf! Lass sie nicht ins Gebäude! Okay, diese Ballerei werden wir uns allerdings erst im nächsten Part gönnen. Bis dahin!